was diese neue Bewegung Islamischer Staat betrifft, ISIS ist nichts anderes als eine Markenänderung von Al-Qaida. Die gleichen schwarzen Fahnen, nur sozusagen die Seitenansicht auf Al-Qaida. Es ist wie mit unterschiedlichen Joghurtmarken. Man fügt bei einer bestimmten Joghurtmarke eine Zusatzbezeichnung hinzu, eine zusätzliche Zahl oder einen zusätzlichen Buchstaben oder so etwas, und schon hat man eine ganz andere Joghurtsorte. Genauso ist das mit ISIS. Dieser Islamische Staat ist ein Marketingprodukt der westlichen Medien. Einigen Schätzungen zufolge soll ISIS über höchstens 30.000 Kämpfer verfügen. Ist das viel oder wenig? Etwa genauso viel hat die Volkswehr im Donbass im Osten der Ukraine in ihren Reihen. Und jetzt sagen Sie mir, stellen diese Donetsker und Luganske Republiken eine Gefahr für die ganze Menschheit da, ja oder nein? Nein, natürlich nicht. Warum aber ist dieser Islamische Staat plötzlich zu einer Gefahr für die ganze Menschheit geworden? Das militärische Potenzial von ISIS ist in etwa das gleiche wie bei der Volkswehr der Ostukraine. Ich denke nicht, dass ISIS eine besonders starke und große Bewaffnung hat, denn die US-Flugzeuge bombardieren sie, ohne die Gefahr von ISIS abgeschossen zu werden. Das heißt, dieser Islamische Staat ist nichts weiter als eine Seifenblase, welche die USA und ihre Medien aufgeblasen haben. Was hat ISIS so Schreckliches gemacht? ISIS begann mit einer Offensive im Irak. Im Irak gab es keine ernstzunehmende Armee, also flohen die irakischen Soldaten beim Angriff von ISIS einfach. Ernsthaften Widerstand hat dem Islamischen Staat noch niemand geleistet. Keine reguläre Armee außer der syrischen hat mit ISIS richtig gekämpft. Und in Syrien, wo die ISIS-Kämpfer Feindkontakt mit der regulären syrischen Armee hatten, da erzielte ISIS keine nennenswerten Erfolge. Ich kann jetzt nicht sagen, welche Territorien der Islamische Staat in Syrien kontrolliert, aber ich denke nicht viel. Vielleicht eine Stadt und eine Provinz drumherum. Das heißt, dieser Islamische Staat ist ein mit Geld, Waffen und den Medien aufgeblasenes Projekt der USA. Warum tut der Westen das? Weil der Westen mit diesem Kampf gegen ISIS einen Vorwand bekommt, mit dem der Westen Syrien und alle anderen Staaten dort vernichten kann. Und der Vorwand, der Kampf gegen ISIS, ist in den Augen der westlichen Öffentlichkeit zu 100% legitim. Letztes Mal ist es den USA nicht gelungen, Assad zu stürzen, weil Assad plötzlich seine Chemiewaffen abgeben wollte. Gut, das hat nicht geklappt, aber dieses Mal entdeckt man in Syrien und im Irak irgendwelche gefährlichen Terroristen, die jetzt unbedingt vom Westen bekämpft werden müssen. Also sagt man jetzt, wir bombardieren nicht diesen Assad, sondern diese Islamisten. Und die westlichen Bürger begrüßen das natürlich, weil dieser Islamische Staat ganze 3 Menschen live vor der Kamera getötet hat. Genau zu diesem Zweck hat man in den westlichen Medien die ganze Zeit diese Hinrichtungen gezeigt. Wenn Sie solche ausgesprochenen Humanisten sind, warum zeigen Sie rund um die Uhr solche Videos? Wenn diese Medien über diese Hinrichtungen von Amerikanern nicht berichten würden, würde ISIS diese auch nicht verüben, weil es keinen Zweck hätte, sie zu ermorden, weil sowieso niemand davon erfährt. Nein, im Gegenteil, die Medien bieten diesem Islamischen Staat die beste Sendezeit an, die Sache wird bombastisch aufgeblasen, ein Bild von einer schrecklichen Organisation wird gemalt, wie das schon mit Al-Qaida passierte, weswegen man damals in Afghanistan, Irak und wo auch immer intervenierte. Genauso ist es mit ISIS. Sie intervenieren in Syrien, schwächen die ganze Region, werden einige Staaten platt machen. Das ist einfach die nächste Etappe der US-amerikanischen Zerstörung des Nahen Ostens. Und der Islamische Staat ist nur der Vorwand dafür. In 10 Jahren werden die Amerikaner die nächste Organisation aller Al-Qaida oder ISIS erschaffen. Und sie wird dort sein, wo es den Amerikanern für ihre Interventionen passt.